Jetzt wird gezockt. Und herzlich willkommen zurück bei Kasper LP. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Nun schauen wir eine weitere Demo uns an. Und das ist Spindle von Deck 13 gepublished. Wir haben mit dem Chef uns unterhalten, aber da war so ein Durcheinander, dies und jenes, richtig, richtig gut. Wir durften das kurz anspielen auf einem Steam Deck. Und der Entwickler, mit dem wollten wir eigentlich sprechen, aber der war nicht da. Der war unterwegs in den Hallen von der Gamescom. Leicht zu erkennen, mit einer Gurke in der Hand. Und dann ist er kurz aufgetaucht, war aber in Hektik und er hatte wirklich eine Salatgurke in der Hand. Richtig klasse. Na, auf jeden Fall haben wir hier ein kleines süßes Spiel. Warte, ich muss jetzt mal kurz gucken. Da blende ich mal kurz die Spielebeschreibung rein, die ziehe ich mir rüber, damit ich euch da kurz was erzählen kann. Heu, ist ganz schön laut, ne? Ja, ich klick mal. So, hat's geklickt. Jawohl, jetzt bist du ein bisschen ruhiger, aber die Musik ist auch schon sehr, sehr gut, ne? Genau, also hierbei handelt es sich um ein Oldschool-Action-Adventure im Stil der klassischen Zelda-Spiele, in dem ihr in die Haut des Todes schlüpft. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben einen kleinen Begleiter dabei und das ist ein Schwein. Was sonst, ne? Voll gut. Spielt sich auch echt schön. Und flüssig, das, was wir spielen durften. Oder was man uns gezeigt hat. Ja, ist gut. Warte. Oh, ich sehe gerade, das ist hier nicht ganz im Loop, das Bild. Das ist ein bisschen schwierig, ich kann kein Vollbild machen. So, jetzt bin ich wieder hier bei euch. Sorry. Genau, und es geht darum, was passiert eigentlich, wenn niemand mehr stirbt? Und mit dieser Frage möchten wir euch sogleich die Welt von Spindle vorstellen, in der tatsächlich niemand mehr stirbt. Die Antwort auf die Frage ist nämlich vergleichsweise einfach: Chaos, Unordnung im Universum. Das Ende stört ein bisschen, gell? Es ist eigentlich gut. Genau, und darum geht es. Ja, wir müssen herausfinden, was eigentlich vor sich geht. Ja, also dann schnappen wir unsere Sense, unser Schwein, und begeben uns ins Abenteuer. Und wir können das auf Deutsch stellen. Wunderbar. Entwickelt von Spotlight und Wobble Ghost. So. Sorry, wenn da oben und unten der Rand ist. Na komm. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist unser Schweinchen und das sind wir. Steht da nicht wie angewurzelt rum. Wir müssen los. Sehr motivierte Schweinchen. Und das sind wir. Voll putzig und süß. So, ich habe umgeschwenkt auf den Controller. Sehr gut. Jetzt werden wir quasi eingeführt. Genau. Dann machen wir uns mal auf den Weg und lüften das Geheimnis. Ah ja, wie gesagt, sorry, wenn ihr da oben diesen weißen Balken habt und unten meine Taskleiste. Ich hab gedacht, ich kann es umstellen, aber nö, will's nicht. So. Ist schon süß, erinnert wirklich an die alten Zelda-Spiele. Keine Zeit für Fragen. Erstmal müssen wir weiter. Oh, warte mal, hier ist ein Häuschen. Ich bin ja neugierig, ne? Wir gucken. Wir lassen uns Zeit. Mal schauen, wie viele Parts wir machen. Ah, ich würde das gerne auf einen Part beschränken, je nachdem, wie weit wir kommen. Ja. Aber es ist jetzt schon voll putzig. Aber ich komme da nicht ins Haus rein, gell? Nö, mag er nicht. Hier unten ist ein kleines Feld. Ah, okay, wir können nicht schwimmen. Muss man ja mal testen, gell? Ja, auf jeden Fall, der Entwickler Tom hieß der, glaube ich. Bist du ja. Ich spüre, dass es hier ist. Ist ziemlich freaky drauf. Hey, hier geht's lang. Ja, ist ja gut, Schweindall. Ich wollte noch mal gucken.
Eine Krähe? Hm. Verdammt. Hier auch nicht. Keine Chance. Aber wir müssen da rein. Irgendwie. Drücke A, um zum Beispiel mit einem Schild zu interagieren. Vito von Mar. Verschlossen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Verschlossen. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Okay. Was haben wir hier? Itof und Ma. Ein Loch. Vielleicht kann ich mich hineinzwängen. Ach Gott, ist das süß gemacht. Sieht aus, als könnte ich das Tor von der anderen Seite aus öffnen. Pass mal auf. Jawollingen. Geht's nicht rein? Hier auch nicht? Ah, eine alte Mühle, cool. Aber hier brennt noch Licht. Okay, eine Dame, die weint. Und ein Herr. Und ein Großvater im Bett. Wir kümmern uns erstmal um die Dame. Was hat er nur? Was hat er nur? Hey Junge, was machst du denn hier? Das ist mein Vater. Er ist der Bürgermeister von Mar. Es gab heute Nacht ein Erdbeben und ich hörte Schreie vom Friedhof kommen. Als ich nachsah, fand ich ihn dort auf dem Boden liegend. Ich weiß gar nicht, was er um diese Uhrzeit dort noch wollte. Er muss unfassbare Schmerzen haben. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe das Gefühl, er ist gar nicht mehr richtig anwesend. Was sollen wir nur tun? Bitte? Du musst zum Friedhof? Das halte ich für keine gute Idee, aber wenn du darauf bestehst... Du hast den Friedhofsschlüssel erhalten. Jawohl. Sehr gut. Ah, warte mal, nochmal kurz zurück. Ich wollte nochmal zum Opa. Okay. Dieser alte Mann. Wenn ich mich nicht irre, musste er es sein, den wir holen sollten. Dennoch spüre ich seine Seele auf dem Friedhof. Warte, ich will mir noch die Mühle anschauen und hier unten. Ja, Aufnahme läuft. Oh. Was sind das für schwarze Mächte? Haufen Wurzeln, ne? KS. This is a Kickstarter Topstone and will be replaced with fancy stone later. Ah, Kick. Okay, kommt da vielleicht der Name von den Unterstützern? Das sieht nicht gut aus. Aber die Seele muss hier sein. Ist das ein Fehler? Oder ist das Absicht, dass da so ein grüner Moosansatz ist? Ah, okay. Hier.
Ich spüre die Seele des alten Mannes hinter diesem Tor. Hier fing, glaube ich, die Demo an, die wir spielen konnten. Ja, genau, die fing hier an. So, jetzt muss ich aufpassen, weil ich kann da runterfallen. Ah, ich würde gerne mal zuhauen. Kriege ich das noch gelehrt? Das ist jetzt ein bisschen anders, weil ich konnte da nämlich schon schlagen und so weiter. Lauf, 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 lauf. Upsi, Schweintal, was machst du denn? Oh, ist das die Sense? Das Teil ist ein Teil deiner Kraft. Wie ist das möglich? Du hast einen Teil deiner Macht zurückgelangt. Drücke X, okay. Seltsam. Na gut. Lass uns weiter nach der Seele suchen. Zack. Kann man die nicht kaputt machen? Anscheinend nicht. Lass mal hier lang gehen. Ah ja, genau. Hier war dann das erste Rätsel, das wir gemacht haben. Jetzt einfach nur den Block darüber schieben. Quasi ein Siegel des Tors, wo wir vorstanden. Wie schnell die Blüten doch hier nachwachsen. So, können wir auch gleich abkürzen, das ist sehr geil. So. War doch was? Oh, Fledermäuse. Dafür werden wir einen Schlüssel brauchen. Upsi. Ah, komm her. Komm zurück. Okay, die Fledermaus. Die haut ab. Die Fledermaus. Oh. Und tschüss. Ein kleiner Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen. Also, mein Rage-Modus aktiviert. Autsch! Das gibt's doch nicht. Ich brauche Heilung. Gib mir meine Seele. Ist schon komisch, dass der Tod sterben kann, ne? Nehmen wir das zweite Siegel auf jeden Fall.
Schaffen wir das dann? Ich bräuchte mal irgendwie ein bisschen Hilfe. Das hat mich geheilt. Autsch. Ah, so. Kurzweilige kleine Scheiße. Jetzt hüpft er auch noch. Ja, wir haben ihn. Das habe ich nämlich nicht geschafft. Oh, das Seelenband. Du denkst, du kannst mich ignorieren? Das war's schon. Sehr kurz, also das heißt die kürzeste Demo. Ja, neben den anderen beiden, die ich noch gespielt habe. Ja, voll geil. Also mir macht es Spaß, das hole ich mir auf jeden Fall. Ist schon auf der Wunschliste mit bei. Wenn euch das Spiel auch gefallen hat oder ihr wollt mehr darüber erfahren, verlinke ich euch den Link von Steam mit in die Beschreibung. Und damit bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao, macht's gut.